Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute zu einer neuen Podcast-Folge wieder zuhörst. Bevor es jetzt gleich mit der heutigen Podcast-Folge, mit dem Interview, das gleich folgt, losgeht, möchte ich mit euch einmal über das Thema Trinken sprechen. Ich bekomme nämlich ganz oft viele Fragen zum Thema, wie viel sollte man trinken am Tag und was sollte man eigentlich trinken. Und gerade im Winter ist es eben so, dass man ganz oft vergisst, genug zu trinken. Im Sommer fällt einem das manchmal ein bisschen leichter, weil es einfach auch wärmer ist und man mehr schwitzt. Und im Winter vergisst man das schnell mal. Und es ist halt so, dass man pro Kilogramm Körpergewicht sollte man 30 bis 40 Milliliter trinken. Für die meisten sind das dann ungefähr 2 Liter Wasser. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, sollte das vor allem Wasser sein, weil wir bestehen einfach zum Großteil aus Wasser. Wasser ist Lebensenergie und daher sollten wir auch vor allem Wasser trinken. Und das Wasser, was ich euch heute einmal vorstellen möchte, ist die Elisabethenquelle pur. Das ist nämlich das Wasser, was ich neben meinem ayurvedischen heißen Wasser seit 8 Jahren jeden Tag trinke. Und die Elisabethenquelle pur ist sehr natriumarm und somit sogar auch für Babynahrung geeignet. Und außerdem ist die Elisabethenquelle eben auch in Bioqualität und das ist definitiv nicht bei jedem Mineralwasser der Fall. Es unterliegt nämlich sehr viel strengeren Anforderungen und Prüfkriterien. Und ich kann euch das Wasser auch von ganzem Herzen empfehlen. Ich trinke es schon ganz lange und mir tut es wirklich sehr gut. Und ich packe euch den Link zur Elisabethenquelle, zur Webseite einmal in die Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge erwartet euch ein Interview mit Julian Stock von Alnatura. Julian ist Projektmanager bei Alnatura und ich hatte vor kurzem die Chance, einmal den Alnatura Campus in Darmstadt zu besuchen. Und da haben wir eben auch das Interview geführt und es ist wirklich ein super inspirierendes, ganz, ganz tolles Interview geworden. Und ich denke, dass viele, die zuhören, die Marke Alnatura wahrscheinlich auch schon kennen. Sie ist nämlich Deutschlands führende Biomarke und seit 35 Jahren absolute Pioniere in Sachen Nachhaltigkeit und Bio. Alnatura hat über 1200 Bioprodukte und über 130 Läden in ganz Deutschland. Deswegen freue ich mich so sehr, heute das Interview mit Julia mit euch zu teilen, weil es wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr praxisnah eben ist. Also ihr erfahrt darin, was Ernährung mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wie nachhaltig eine vegane Ernährung ist, auf was man besonders achten sollte, wenn man wirklich Nachhaltigkeit über die Ernährung auch integrieren möchte, welche Rolle dabei auch Verpackung spielt, was man hier dabei im Alltag auch beachten kann und vieles, vieles mehr. Also freut euch da wirklich drauf und ich hoffe sehr, dass ihr davon einige Dinge mit in euren Alltag nehmen könnt. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Julian, bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn ich sitze hier gerade bei Alnatura. Und diejenigen, die mir auf Social Media folgen und manchmal meine Stories gucken, die wissen, dass ich bei Alnatura regelmäßig einkaufen gehe und einfach das ganze Unternehmen sehr, sehr gerne mag, die Produkte gerne mag, regelmäßig kaufe. Und ich weiß, dass hier das ganze Unternehmen sehr nachhaltig ist, sich auch sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und aktuell sind wir ja auch im Januar, das heißt, viele starten auch mit der veganen Ernährung. Und die vegane Ernährung spielt ja mittlerweile auch immer mehr eine sehr große Rolle. Und heute wollen wir uns in der Podcast-Folge so ein bisschen über das Thema vegane Ernährung und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Und bevor ich jetzt gleich weitermache, möchte ich dich einmal fragen, ob du dich kurz selber vorstellen kannst. Sehr gerne, Katharina. Und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, beziehungsweise dass du heute hier bei uns im Haus bist. Ich bin Julian Stock, ich bin 38 Jahre alt und jetzt seit 6,5 Jahren bei Alnatura tätig in verschiedenen Positionen und auch mit verschiedenen Aufgaben. Hauptsächlich bin ich Projektmanager im Bereich Markenkommunikation, allerdings auch aktiv in anderen Bereichen. Ich bin Mitglied und Initiator der Verpackungsgruppe bei Alnatura, auch Mitglied der Innovationsgruppe, die sich mit Trends und Food-Innovationen befasst. Bin Mitglied im Social-Media-Team, schreibe manchmal Magazinbeiträge, wenn es sich gerade ergibt und halte eben auch Vorträge oder stelle mich Diskussionen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Für mich ist Nachhaltigkeit eben auch in allen Dimensionen ein ganz klarer Fokus. Ist mir persönlich sehr wichtig und Alnatura macht es sehr einfach und gut möglich, sich für das Thema zu engagieren. Und Fokus Ernährung ist natürlich ganz klar bei mir, aber halt eben auch ganzheitlich nachhaltiger Lifestyle, wenn man es so will. Mhm.
Ja, schön. Bezeichne mich selber als Foodie, der nicht kochen kann, so ein bisschen. Also das muss man vielleicht auch erklären. Also ich verbringe mit meiner Frau exakt gleich viel Zeit in der Küche, das muss man fairerweise sagen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann sehe ich irgendwie nur unterschiedliche Zutaten, während meine Frau sieht Gerichte. Ja, aber ich bin eine sehr gute Küchenhilfe, bin für Dressings und Nachspeisen zuständig. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht so, ich habe ein ganz großes Faible für Ernährung. Und gleichzeitig aber gar nicht so die mega großen Kochkünste, muss ich sagen, ja. Aber dann ergänzt man sich ja auch gut. So ist es, ja. Und wie bist du denn überhaupt zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, auch die pflanzliche Ernährung, wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also es ist jetzt ziemlich genau 9 Jahre her, dass so eine klare Veränderung bei mir kam. Man muss auch da, finde ich, dazu sagen, dass ich habe mich lange Zeit für einen Umweltschützer gehalten und war aber so ein versteckter Umweltsünder irgendwie, weil ich einfach ganz viele Dinge nicht wusste und, glaube ich, ganz viele, naja, Dinge halt eben nicht nachhaltig gemacht habe, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich auf einem sehr guten Weg unterwegs bin. Ich hatte dann vor 9 Jahren, ich habe damals in Australien gelebt, war zu Besuch über Weihnachten eben hier in Deutschland und habe da ein intensives Gespräch mit einer Veganerin gehabt, die mir so ein paar einfach Dinge aufgezeigt hat. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, so okay, ich werde jetzt sofort Vegetarier, vielleicht jetzt nicht sofort vegan, ja, das war mir vielleicht so ein bisschen zu krass, obwohl ich viele Freunde irgendwie auch als Vegetarier im Freundeskreis habe. Ich wusste einfach nicht so richtig, wo sollte ich anfangen, aber das hat mir dann so einen Kick irgendwie gegeben. Und ich bin dann als Vegetarier zurückgeflogen, wenige Wochen später dann auch, habe ich mich entschlossen, das konsequenter zu machen, bin vegan geworden und habe dann auch angefangen, in einem Raw-Food-Café zu arbeiten und habe dort eben über 1,5 Jahre sehr, sehr viel über Ernährung gelernt, habe mich dem Thema halt sehr, sehr intensiv auch gewidmet, habe mich Veganismus und pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit eben sehr, sehr stark hingegeben und habe das so zu meiner Passion gemacht, ja, also es ist, oder habe meine Passion damit entdeckt. Und als ich zurückkam, Anfang 2014 war das dann, nach Deutschland kam ich hier zurück in die Gegend und es war klar, mein nächster Job, das muss was mit Ernährung zu tun haben und auch mit Nachhaltigkeit. Na gut, dann kommt man eben auch, wenn man sich mal umschaut, als schnöder BWLer kommt man eben an Alnatura natürlich nicht vorbei. Und dann habe ich 3 Monate später bei Alnatura angefangen und habe da nochmal, so ähnlich wie für mich sich die pflanzliche Ernährung eröffnet hat, hat sich bei Alnatura nochmal dieses ganze Bio-Thema aufgemacht. Also ich hatte schon auch so ein grundsätzliches Faible für Bio und wusste so, ja, es ist nachhaltig, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in Australien hatten wir so einen Geschäftspartner, der hat immer gesagt, es ist nicht vegan, wenn es nicht Bio ist. Also it's not vegan unless it's organic. Und ich habe gedacht, es war damals noch ein bisschen abstrakt und bei Alnatura habe ich halt irgendwie verstanden, worum es dabei geht. Und mittlerweile, ja, ist halt auch Bio ein ganz klarer Grundsatz von mir. Und ich habe da noch viel gelernt und würde jetzt sagen, ich lebe weitgehend bio-vegan, aber eben einfach nicht dogmatisch. Gönne mir auch ab und zu mal was und versuche einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge zu haben und mich nicht in der Schublade letztendlich wiederzufinden, ja, aus der man teilweise schwer wieder rauskommt auf der einen Seite, aber die doch auch so ein bisschen einschränkend ist. Und manchmal vergisst man rechts und links des Weges andere Optionen, die auch nachhaltig sind, aber vielleicht die Dinge auch ein bisschen differenzierter betrachten. Und damit geht es mir eigentlich wirklich sehr gut. Es ist wie eine Freiheit, die ich dadurch gewonnen habe. Auf der einen Seite so, ja, ich gehöre nicht mehr so zur veganen Crew. Ja, ich bin nicht mehr Teil der Szene oder irgendwie oder der Gruppierung in irgendeiner Form. Aber dafür habe ich so das Gefühl, einen viel differenzierteren Blick, so einen 360-Grad-Blick zu haben, der mich eher befreit hat, wenn man so darauf blickt. Ja. Ja, das ist so spannend, weil ich meine, ich glaube, bei den meisten Menschen, bei mir ist es ja auch so, fängt es so mit so einer kleinen Sache, man wird auf irgendwas aufmerksam, fängt so ein bisschen diese Reise an, das ist halt wirklich ein Weg, ne? Also man muss da, glaube ich, auch so ein bisschen, diese Perfektion so ein bisschen links liegen lassen und sich da auf so eine Reise begeben. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist halt so ein Riesenfeld. Ja, also wenn man da einmal anfängt, irgendwo kann man dann auch nicht mehr aufhören, weil wenn man sich einmal wirklich bewusst geworden ist, wie sehr jeder Einzelne seinen Beitrag leistet und was auf der Welt alles eben so passiert und dass zum Beispiel Ernährung so einen riesengroßen Einfluss hat, dann kann man da einfach nicht mehr zurück. Es ist einfach so. Und gleichzeitig muss man aber für sich auch schauen, dass man so einen gesunden Menschenverstand weiterhin beibehält. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, gerade beim Thema pflanzliche oder vegane Ernährung, wo viele Menschen auch so dieses Extreme sehen und es auch vielleicht auch Angst davor haben, verteufelt zu werden von anderen Menschen und wo sie sich dann gar nicht erst so rantrauen, weil sie sagen,
dieser typisch vegane, öko, dogmatische ja. Veganer, der mir dann ständig auf die Finger haut. Und absolut. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch diesen offenen Geist weiterhin zu haben und auch nie auszulernen irgendwo. Total, ja. Also ich finde es auch, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, weil als ich selbst mich eben zu vegan entschlossen habe, dann man wird dann sehr schnell sehr entschlossen, ja, und dann fängt man an und ja, glaubt, dass das einzig Wahre ist, der einzig richtige Weg und dass jeder jetzt plötzlich vegan werden muss. Also so die Veganer, die so ein bisschen missionieren und so, das beobachte ich jetzt natürlich so ein bisschen mit Sorge teilweise, weil es einfach, ich glaube, es ist kontraproduktiv. Und ich glaube, es sind mitunter die richtigen Gedanken, aber es schreckt einfach doch viele Leute immer noch ab. Und wir haben natürlich ein großes Wachstum bei Veganern in der Gesellschaft, ne, und aber auch Vegetarier werden mehr, aber insbesondere Flexitarier werden mehr. Und ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, so dass es braucht nicht 5 Millionen mehr Veganer, sondern es braucht halt 20 Millionen mehr Flexitarier oder am besten 80 Millionen mehr Flexitarier in Deutschland, die einfach den Fleischkonsum reduzieren und die halt anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, auch immer wieder eine Erkenntnis ist, dass halt ganz selten irgendwas von 0 auf 100 passiert und ganz selten was von schwarz auf weiß umschwenkt, sondern halt eben ganz oft Grauzonen dazwischen liegen und dass man eben diese Grauzonen auch antizipieren muss. Ja? Und dass man sich für sich selber auch die Reise irgendwo anfangen sollte sicherlich, aber auch begreifen sollte, dass es eben nur Schritt für Schritt geht, ja, und dass die wenigsten halt viele Schritte auf einmal machen. Manche schaffen das und das ist auch gut so, ja. Und es sind dann vielleicht Aha-Erlebnisse, die man hat, so, und wo man sagt, okay, ich mache das jetzt direkt. Aber auch selbst bei mir, ne, wo ich dann schon so eine sehr klare Meinung hatte, war es eigentlich eher so, dass ich doch auch den kurzen Step als Vegetarier hatte. Ne? Und wie gesagt, dann bei Alnatura nochmal zu sehen, hey, es gibt noch so viel mehr zu lernen, dass in Sachen Nachhaltigkeit so viele Faktoren, wie du es ja auch gesagt hast, also abgesehen davon, dass der ökologische Fußabdruck sowieso sehr facettenreich ist und wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens einen Fußabdruck hinterlassen, so ist Ernährung doch ein ganz besonders großer Bereich. Und auch da lohnt es sich, das differenziert zu betrachten. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt praktisch nochmal so ganz vorne anfangen und einige vielleicht zuhören und sagen, okay, also ich höre den Podcast, weil ich mich viel mit dem Thema Gesundheit auseinandersetze, aber was hat denn Ernährung, also das, was ich jeden Tag esse, die Entscheidung, die ich treffe, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Ja, eben sehr viel. Du hast das selber kurz angesprochen. Ja, Ernährung trägt einen ganz, ganz erheblichen Teil zu unserem ökologischen Fußabdruck bei. Reine Fakten sagen, 21% des ökologischen Fußabdrucks kommen von Ernährung. Der UN-Klimarat sagt auch, betrachtet man die vor- und nachgelagerten Prozesse, die im Zusammenhang stehen mit Ernährung, dann sind es bis zu 37%, die eben auf das Konto von Land- und Forstwirtschaft gehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also eigentlich ein Drittel unseres Fußabdrucks theoretisch beeinflussen wir über die Ernährung. Jetzt ist gerade der Fleischatlas rausgekommen. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich ein interessantes Dokument. Und da wird eben gesagt, dass 14,5% unseres ökologischen Fußabdrucks auf den Konsum von tierischen Produkten zurückgehen. Und da macht konventionell einen ganz, ganz großen Teil aus. Aber wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, dann kann man eigentlich sagen, dass 2/3 unseres ökologischen Fußabdrucks der Ernährung über den Konsum von tierischen Produkten gesteuert werden. Mhm. Und ich glaube, da lohnt es sich dann nochmal genauer hinzuschauen und zu sagen, vielleicht ist das richtige Maß mit den richtigen Produkten von den richtigen Quellen dann doch eher die richtige Antwort, als so wie ich letztendlich auch groß geworden bin. Ich bin ein Kind, also zweite Generation Bauernhof sozusagen. Meine Oma beiderseits und die Großeltern haben noch Bauernhöfe gehabt und auch selbst geschlachtet noch, konventionell tatsächlich. Und bei uns war Fleisch Standard, so ganz normal. Ne? Das war halt eben gut bürgerliches deutsches Essen, was es bei uns auf dem Tisch gab. Und das hat eben Fleisch als dritte Komponente auf dem Teller eben ganz klar beinhaltet. Und ich glaube, dass es da lohnt, das eben nochmal zu überdenken. Ja. Mhm. Am Ende ist es was wir mehrmals täglich halt auch bestimmen. Ne? Also du entscheidest dich mehrmals täglich, wie du das Klima mit beeinflusst, positiv oder negativ über deine Ernährung. Ne? Und es gibt so gewisse Entscheidungen, die trifft man einfach so. Du sagst, du
wechselst jetzt zu Ökostrom oder du suchst dir eine nachhaltige Bank. Das sind dann so einmal für immer Entscheidungen so ungefähr. Das machst du mal und dann ist es so. Und dann musst du nicht weiter tun. Ja? Mhm. Aber bei Ernährung ist es so, das ist natürlich auch ein emotionales Thema. Wir essen gern, das ist Gesellschaft, das ist irgendwie Beisammensein, das ist Genuss, es ist irgendwie Freude. Ja? Und ich glaube, dass man das halt total gut verknüpfen kann und das aktiv gestalten kann und sich dadurch auch noch mal zum einen eine ganz, ganz tolle, ein tolles Gefühl der Macht auch irgendwie entsteht, sozusagen der Gestaltungsfreiheit, dass man sagt, hey, ich übe aktiv Einfluss. Es ist nicht so, dass ich irgendwie warte, dass irgendwie von außen irgendwas passiert oder dass ich auf dem Beifahrersitz der Gestaltung sitze, sondern in dem Moment, wo ich das selbst in der Hand habe und auch entscheide, dann kann ich auch einen positiven Einfluss üben. Ja, also das ist was finde ich ganz, ganz ermutigend ist irgendwie. Und ja, es geht eine gewisse Verantwortung, finde ich, auch damit einher. Ja, und wenn man sich damit auseinandersetzt, wie eben die Entwicklung der Landwirtschaft mit der Industrialisierung in den letzten 150 Jahren sich entwickelt hat, die Agrarindustrie, die wir heute haben, und dann einfach, wie sich Landwirtschaft im Großen und Ganzen entwickelt hat, ist es so, dass Bio da einfach auch einen riesen Unterschied macht. Und gerade beim Fleischkonsum ist es halt eben eklatant. Ja. Also gerade den Punkt, den du auch nochmal gesagt hattest, mit dem jeder kann selber irgendwo die Entscheidung treffen, was er isst. Und da kommt natürlich auch ganz viel Verantwortung mit sich, gar keine Frage. Und ich glaube, die wenigsten, die jetzt gerade zuhören, werden irgendwie gezwungen, irgendwas zu essen, sondern jeder kann entscheiden, was er eben essen möchte. Und das bedeutet halt irgendwo auch gleichzeitig ein bisschen Arbeit, weil ich muss mich irgendwo auch mit dem auseinandersetzen, was ich da esse. Und weiß irgendwo ja eigentlich, also oft ist es, dass viele Menschen auch irgendwo wissen, was ihnen vielleicht gut tun würde, aber dann halt so die Bequemlichkeit und so weiter ja, einfach dabei ist. Total. Und das ist auch mit dem Thema gesunde Ernährung, ja, dass man einfach irgendwo, keiner wird gezwungen, die Packung Chips zu essen, keiner wird auch gezwungen, die ja, Schokolade zu essen, aber gleichzeitig sind da natürlich auch Dinge drin, die es uns auch leicht machen, so eine ganze Tafel Schokolade ja, zu essen zum Beispiel. Ja. Und ja, das bedeutet, dass man sich damit auseinandersetzen muss und da wirklich dran arbeiten muss. Total, ja. Ich hatte mal tatsächlich ein Erlebnis bei uns in einem Alnatura-Markt, dass da jemand stand, so ins Selbstgespräch vertieft, so ein bisschen, der vom Chipsregal stand und sagte so, ist ja alles Bio, das kann ich mir jetzt alles erlauben, ich kann ja alles essen. Ja. Ne? Und das ist eben genauso natürlich ein Trugschluss, weil Bio hat ja nichts mit Gesundheit zu tun in dem Moment, ja, auch wenn die Leute, die sich Bio ernähren, meistens eher eine Tendenz haben, sich für gesunde Ernährung auch zu interessieren. Aber es ist ja gerade eigentlich gut, dass es alles mittlerweile auch in Bio-Qualität gibt. Ja. Ne? Und eben gerade nochmal zurück auch zu dem Punkt tierische Produkte. Ne? Wir haben, Bio heißt nicht gleich regional, Bio heißt auch nicht gleich gesund, aber Bio heißt halt vor allem, dass es Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie es angebaut wird. Mhm. Ja? Und es ist vor allem der Einsatz von Pestiziden, der bei Bio nicht vorhanden ist. Das ist die Art und Weise, wie wir düngen, die Boden fruchtbar machen, nämlich mit synthetischem Dünger auf der einen Seite in der konventionellen Landwirtschaft und mit natürlichem Dünger und auch mit Begrenzungen eben in der Biolandwirtschaft. Und das ist die Fruchtfolge auf dem Acker, also welche Getreidefrüchte wir nacheinander anbauen. Und damit kann man halt eben aktiv durch die Art der Landwirtschaft Einfluss nehmen auf das, was im Boden passiert. Und langfristige Bodenfruchtbarkeit ist super wichtig für die Nachhaltigkeit und erhält halt letztendlich dauerhaft auch die Möglichkeit, die Böden zu bewirtschaften. Dazu als, ich sag mal 3 plus 1, ne, diese drei Unterschiede von Bio zu konventionell. Und es gibt halt eben auch in der Tierhaltung nochmal klare Vorgaben bei Bio und nochmal dann eben, was die Bio-Verbände angeht, jetzt Bioland, Naturland, Demeter, die nochmal höhere Standards ansetzen, sodass man nicht nur eine umweltfreundlichere Art und Weise des Anbaus hat, sondern auch nochmal eine bessere Tierhaltung insgesamt. Mhm. Und wenn wir dann wieder anschauen, also mittlerweile wissen ja auch die meisten, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen der Rodung von Regenwald in Brasilien und unserem Konsum von tierischen Produkten. Aber das gilt halt eben auch nur für konventionelle Produkte. Es ist so, dass die Flächen, für die Regenwald gerodet wird, dort werden entweder Tiere gehalten, die dort halt eben weiden, oder es werden Futtermittel angebaut, die wiederum international gehandelt werden. Und es ist jetzt nicht so, dass hier in Deutschland 100% des Futters irgendwie importiert wird, aber immer noch ein beträchtlicher Teil. Und dieser Teil kommt halt eben aus internationalen Quellen und es besteht somit ein direkter Zusammenhang zwischen dem Konsum von konventionellem Fleisch und konventionellen Tierprodukten zu der Rodung von Regenwald. Mhm. Und das finde ich halt total wichtig zu beachten, dass man sagt, man muss nicht gleich, wie gesagt, vegan werden oder Vegetarier werden, aber eben wenn, dann Bio.
Das ist, glaube ich, bei tierischen Produkten noch am allerwichtigsten, sowohl was das Tierwohl an sich angeht, aber vor allem auch, was unsere Umwelt angeht und die Ressourcen, die wir haben. Aber wir wissen alle, wie wichtig der Regenwald ist oder haben zumindest eine subtile Ahnung davon, welche Rolle er spielt als Lunge unserer Erde. Und das zu schützen, geht natürlich mit dem Verzicht, aber es geht auch mit der Wahl von ökologischem Landbau. Ja. Ja, das passt auch gut zu dem, was ich immer sage. Ich beschäftige mich ja viel mit Ayurveda. Und im Ayurveda sagt man, dass wir ein Produkt aus der Natur sind. Und damit der Mensch in sein natürliches Gleichgewicht kommen möchte, also muss, oder beziehungsweise damit er ins natürliche Gleichgewicht kommt, muss man diese Prinzipien der Natur auch irgendwo folgen. Und Ayurveda bedeutet eigentlich, dass man diese Prinzipien der Natur einfach versteht. Und da ist eben auch so, dass man sich da bewusst ist, dass die Natur uns nicht braucht. Ja. Aber wir brauchen die Natur. Ja. Und ich glaube halt, jegliches Ungleichgewicht irgendwo auf der Welt entsteht halt in dem Moment, wo wir uns von der Natur entfernen. Mhm. Und die Natur zeigt uns eigentlich mit allem, was das ganze Jahr, was die ganze Zeit auf der Welt passiert, nicht mit mir irgendwo. Ja. Und zeigt uns schon, dass wir die Natur brauchen, sonst läuft gar nichts mehr. Sondern, und nicht andersrum, die Natur braucht uns nämlich gar nicht. Also so ist es. Ja, das sehe ich auch so. Und wenn man als erstes würde ja, finde ich, als allererstes müsste da stehen, dass man die von der Natur gegebenen Grenzen auch akzeptiert. Ja. Also vielleicht haben einige auch von dem Erdüberlastungstag, dem Earth Overshoot Day, schon mal was gehört, der ja jedes Jahr, jetzt abgesehen von diesem Jahr durch Corona, aber der ja jedes Jahr weiter nach vorne gerückt ist und zuletzt halt eben Ende Juli war. Das heißt, wir haben Ende Juli eigentlich schon die auf der Welt zur Verfügung stehenden Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Mehr dürften wir eigentlich nicht verbrauchen, was sich dann eben wieder regenerieren, damit sich die Welt wieder regenerieren kann. Ja, und ich glaube, das erstmal zu sagen, wir bewegen uns in einem Rahmen, der gegeben ist. Das ignorieren wir halt schon lange. Ne? Wir wollen immer weiter wachsen, wir wollen immer alles gleich zur Verfügung haben. Wir haben völlige absurde Warenströme weltweit, wo halt irgendwelche Äpfel dort geerntet, hier gewachst und da wieder hin verschifft werden, um verkauft zu werden. Also das ist ja auch was, was überhaupt nicht, also es widerspricht dem Rahmen, der vorgegeben ist von der Natur und wird zu Preisen verkauft, die überhaupt nicht das darstellen, was die Waren eigentlich kosten. Ja, also da ist auch da ist Bio viel näher dran an dem tatsächlichen Preis der Kosten, weil die Folgekosten, die Kollateralschäden von der konventionellen Landwirtschaft fürs Gesundheitssystem und auch für die Natur, die werden überhaupt nicht eingepreist. Ja. Mhm. Und ökologische Landwirtschaft, die von vornherein gar nicht solche Schäden verursacht, die natürlich eine viel bessere Bilanz hat, die eine positive Auswirkung auf Biodiversität hat, auf Bodenfruchtbarkeit, auf Grundwasser, die eine höhere Effizienz im Pflanzenbau hat. Das sind eben solche Dinge, die erfordern gar keine zusätzlichen Kosten, die irgendwo auf die Gesellschaft oder auf die Natur wieder umgelegt werden. Weil am Ende der Preis wird trotzdem bezahlt, auch wenn er im Supermarktregal vielleicht nicht unbedingt an der Kasse bezahlt wird, wird er halt eben anderweitig bezahlt. Entweder von Menschen, die ausgebeutet werden, ob das jetzt moderne Sklaven auf Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste sind oder lokal hier letztendlich halt eben auch die Bauern. Man hat ja zuletzt auch die Proteste gesehen, die es hier Ende des letzten Jahres gab. Ja. Also das ist die eine Seite, die soziale Seite oder halt wie gesagt eben die Natur, dass durch die Umweltschäden, die dadurch entstehen, durch die Pestizide, die wir einsetzen, durch die Art und Weise, wie wir unsere Felder düngen, durch Monokulturen, ja, am Ende muss irgendeiner die Zeche zahlen und es ist nicht so, dass es einfach verpufft. Ja, und das muss, ich empfehle immer, das sich bewusst zu machen. Das ist dann erstmal so kurz eine Packung irgendwie, das tut auch ein bisschen weh manchmal, ja, aber ich glaube, dann kann man ja wieder umschwenken zu der Macht, von der ich vorhin gesprochen habe und zu dieser positiven Art und Weise, Dinge beeinflussen zu können und damit sagen zu können, so, hey, ich habe gerade was richtig Cooles gemacht, ich habe nämlich einfach das Richtige gegessen und es hat auch noch gut geschmeckt, weil es nämlich eigentlich das Gleiche war wie das, was ich normalerweise konventionell gekauft hätte und was lecker gewesen wäre, ne, weil geschmacklich sollten sich die Dinge ja nicht unterscheiden eigentlich, ja, aber dafür hat es einfach was für die Natur gebracht und auch für die Menschen idealerweise und hat sozusagen Nachhaltigkeit in mehreren Dimensionen auch erfüllt. Mhm. Ja. Und wenn jetzt hier einige zuhören und zwar sagen so, boah, das wollte ich jetzt vielleicht erstmal nicht hören, was du da vorher gesagt hast, weil das bedeutet ja, ich habe das jetzt einmal gehört und es wird wahrscheinlich hoffentlich etwas im Kopf bleiben. Und wenn man aber hier jetzt wirklich auch davon ausgeht, und es ist ja auch wirklich so, dass diejenigen, die am mächtigsten sind, die hören jetzt gerade zu und eben jeder Mensch, der hat selber was in der Hand und kann eben was bewegen. Wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte jetzt etwas umstellen und ich möchte schauen, dass ich einfach mehr Nachhaltigkeit zuliebe meiner Natur, der Umwelt gegenüber mehr in mein Leben integrieren möchte. Wie kann ich das denn
jetzt zuallererst machen? Beziehungsweise mit womit kann ich denn anfangen? Ja gut, also natürlich jetzt, wenn wir bei Ernährung bleiben, dann finde ich es eben Bioqualität halt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also ich finde, es sind eigentlich sind es drei wesentliche Aspekte. Das ist einmal die Reduzierung von tierischen Produkten im Großen und Ganzen, ein Fokus auf Bioqualität und ökologische Landwirtschaft und die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Mhm. Ja, wir werfen immer noch halt einen ganz großen Teil unserer Nahrung weg im sogenannten globalen Norden. Also sind insgesamt um die 30%, also ein Drittel etwa der Nahrung weltweit wird weggeworfen. Im globalen Norden landet sie tatsächlich im Müll, zu einem Großteil leider auch um gut 50% in den privaten Haushalten. Im globalen Süden wiederum verdirbt teilweise verderben die Lebensmittel auf dem Weg zum Markt, weil es keine Lagerkapazitäten gibt, ja, oder keine Kühlmöglichkeiten. Aber im globalen Norden ist es eigentlich ein Luxusproblem. Und das ist was. Es kostet uns eigentlich nichts, ganz im Gegenteil. Also im finanziellen Sinne bringt es uns sogar noch was. Also im Durchschnitt würden wir 30% weniger für Lebensmittel ausgeben können, ja, für die wir durchaus ganz easy dann auch hochwertigere Lebensmittel kaufen könnten. Aber es ist eben, also das ist was, man hat überhaupt keinen Verzicht im kulinarischen Sinne. Ne? Du kannst einfach nur, indem du gezielter einkaufst, indem du, ich sag mal, mit einem Einkaufszettel einkaufen gehst idealerweise und dich daran hältst, ja, ich weiß, und nicht mit Hunger einkaufen gehen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also das finde ich persönlich auf jeden Fall immer wieder ein Thema, dass ich lieber was gegessen habe, bevor ich zu Alnatura fahre. Ja. Und einfach gezielt einkaufen, die Dinge verbrauchen, ansonsten gegebenenfalls einfrieren und eben darauf achten, dass man mit den Dingen halt einfach noch was macht. Also es gibt ja auch ganz viele Anhaltspunkte mittlerweile für eine Zero-Waste-Küche zum Beispiel. Mhm. Ja, Sophia Hoffmann ist eine Kollegin, die da sehr viel für einsetzt. Ja, und das sind manchmal ja auch so versteckte Dinge. Was kann man denn nutzen? Wie kann man das Karottengrün noch nutzen? Wie viel schneide ich eigentlich von der Gurke ab, wenn ich mir einen Salat mache? So, es sind so Kleinigkeiten. Ja, und das ist was eben gar nicht so sehr auftaucht. Aber wie gesagt, also Vermeidung von Food Waste, Reduzierung von tierischen Produkten und möglichst viel Bio. Mhm. Das sind die drei wesentlichen Hebel, finde ich, in Sachen Ernährung. Es ist oft so, dass für viele ist das Vermeiden von Verpackungen und Regionalität, das sind so zwei ganz große Themen aktuell. Die sind auch super wichtig. Also ne, das wäre ja Whataboutism zu sagen, es hat keine Bedeutung. Aber im Verhältnis ist eben der ökologische Fußabdruck vom Inhalt deutlich größer als der von der Verpackung. Mhm. Und man sollte natürlich gucken, dass man möglichst regional sich ernährt und möglichst verpackungsarm, möglichst unverarbeitet und sowas. Da kommen dann natürlich noch andere Aspekte dazu. Einfach Obst, Gemüse, Nüsse und Saaten als die Grundlage seiner Ernährung begreifen, frisch zu kochen, saisonal zu essen natürlich. Das macht schon großen Sinn. Aber die genannten drei Faktoren sind doch die am ehesten Einfluss haben, ja. Und ich glaube, also auch, dass Regionalität nicht so einen großen ökologischen Fußabdruck hat, wenn die Ware nicht per Flugzeug kommt. Mhm. Das wissen, glaube ich, auch wenige Leute. Beim Flugzeug ist es schon schlimm, deshalb sollte man darauf achten, dass man kein Obst und Gemüse isst, was eben im Flugzeug verschifft wurde. Verschifft nicht, offensichtlich, was nicht im Flugzeug geflogen wurde. Keine Erdbeeren im Winter. Keine Erdbeeren im Winter, ja. Wir sind da ja. Ich glaube, bei Erdbeeren und auch bei Spargel, das ist ja die klassische Zeit, da sind wir noch sehr, sehr nah dran an diesem saisonalen Zyklus. Das stimmt. Aber eigentlich sind wir bei ganz vielen anderen Dingen schon sehr stark entkoppelt davon. Und also meine Frau und ich, wir haben zu Hause auch eine Gemüsekiste vom regionalen Biobauern und haben uns auch entschlossen, auch im Winter saisonal dann, also heimisch zu essen. Und das ist mitunter ist es anstrengend. Ja? Also man hat dann halt wirklich Kohl, 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 Pastinake. Ja, irgendwann haben wir Pastinake abstellen müssen. Also haben wir explodiert aus der Kiste, weil wir gesagt haben, das können wir leider so nicht durchhalten. Das ist wirklich anstrengend. Aber es gibt einem dann nochmal ein Gefühl dafür, was wächst denn eigentlich gerade? Was hat denn gerade Saison? Und wenn man das wirklich beinhart durchziehen würde, dann wäre es, glaube ich, schon sehr anstrengend. Mhm. Und da haben wir wiederum auch ein größeres Bewusstsein, während wir so in die Banane beißen und einen Kaffee trinken und ein Stück Schokolade essen, höchst exotische Produkte, haben wir ein ganz großes Bewusstsein auf der anderen Seite für Regionalität. Das zeigt auch irgendwie, dass wir an manchen Stellen ganz einfach umstellen können und an manchen Stellen sind Dinge aber schon so tief drin und manifestiert. Und ich glaube, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, logischerweise. Ich könnte ohne Kaffee auf jeden Fall nicht leben und auch nicht ohne Schokolade, ja, und auch nicht ohne Bananen, muss ich sagen, ja. Also alles drei wichtige Bestandteile meiner Ernährung.
Aber dann eben aus einem, also zum einen so maßvoll wie möglich und eben aus der richtigen Quelle, weil das ist halt, macht einfach auch wieder einen Unterschied. Kommt es eben, sind es unfair gehandelte Bananen aus konventioneller Landwirtschaft oder sind es halt fair gehandelte Bananen und Kaffee und Schokolade? Das sind alles drei sensible Güter, wenn man es so will, die man idealerweise fair gehandelt kauft und dann eben auch in Bioqualität, und dann ist es auch voll okay, meiner Meinung nach. Ja, total. Und vor allem, was es ja auch gleichzeitig schafft, und das ist ja irgendwo, erstmal meint man, oh, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, und es schränkt ganz viel ein. Aber gleichzeitig bringt es ja auch das mit sich, was uns ja sehr verloren gegangen ist, nämlich diesen Bezug zu unserer Umwelt, zu Lebensmitteln, irgendwo auch zu uns selbst, sich auch mal zu fragen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und sich halt ganz bewusst auch damit auseinanderzusetzen. Auch der erste Schritt war bei mir, mir damals auch einen Saisonkalender zuzulegen, und der hängt in meiner Küche. Und wenn ich meine Einkaufsliste jede Woche schreibe, schaue ich da immer irgendwo auch drauf. Mhm. Ja. Viele Dinge weiß ich natürlich mittlerweile auswendig, aber trotzdem ist es auch etwas, was ich gerne verschenke, was auch wirklich hübsch aussehen kann in der Küche. Ja. Und was einfach wirklich einen Bezug dann auch zu etwas schafft. Ja, auch ich habe jetzt auch angefangen, so ein paar Kräuter und Sprossen und so weiter auch selber zu ziehen. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, sich damit irgendwie zu verbinden und weiß, ich habe diese Sprossen oder diese Kräuter habe ich jetzt wirklich selber gezogen und genieße das dann auch anders und nehme Dinge auch irgendwie anders dann auch auf. Und ich glaube sowieso, dass halt auch unsere Gedanken und alles, dass das eine Riesenauswirkung auf unsere Gesundheit hat. Und dieses maßlose in sich hinein konsumieren, ich meine, da kann man ja auch über Mode oder über ganz viele andere Sachen sprechen. Aber am Ende ist es irgendwo das Gleiche, nämlich einfach wirklich ein Bewusstsein auch wieder dazu zu schaffen und auch Achtsamkeit irgendwo zu integrieren. Und dann sich, wenn man eben sagt, ich esse jetzt hier ein bisschen Schokolade, dass ich jetzt nicht irgendwie gleich drei Tafeln von sonst was essen muss, sondern halt das dann auch genieße, ja, und mir das bewusst gönne und auch weiß, was für ein Luxus das auch ist, dass man das eben machen kann. Absolut, ja. Also gerade das Maßvolle, was du, oder du hast ja das Maßlose in sich hinein konsumieren, hast du gesagt, das ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Hebel allgemein für einen nachhaltigen Lebensstil. Wir werden nicht drum herum kommen, in den nächsten Jahren unser Konsumverhalten grundsätzlich zu ändern, wenn wir auch wirklich große Schritte machen wollten in die Nachhaltigkeit. Mhm. Ich glaube, manchmal so, vielleicht wird man in 50 Jahren von den frühen 2000er Jahren so als goldenes Zeitalter sprechen oder sowas, wo die 80er, 90er, 2000er, 2010er sind ja letztendlich so vier Dekaden gewesen, wo wir einfach absolut über unsere Verhältnisse produziert und konsumiert haben und wo ganz viele Branchen auch entstanden sind, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Ne? Und wo man, glaube ich, dann sagen wird so, hey, warum habt ihr das gemacht? Ja, so, das ist doch voll unsinnig gewesen. Eigentlich waren die Fakten doch auch irgendwie klar. Ja, aber das ist halt vielleicht auch das Wirtschaftssystem. Und ich glaube, dass wir da einfach eine grundsätzlich andere Haltung zu Konsum brauchen und auch wirtschaftlichen Erfolg nicht an ewiges Wachstum koppeln dürfen. Ne? Das ist was tatsächlich ja auch für Alnatura ein Grundsatz ist, Wirtschaft neu denken, eben zu zeigen, also Alnatura war ja ursprünglich ein Modellgedanke, zu beweisen, dass Wirtschaft dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ja, aber eigentlich wurden damals Lebensmittel als Vehikel gewählt, um diese Idee erlebbar zu machen. Und ich finde das immer noch, also das ist jetzt über 35 Jahre her, das ist, hat aber immer noch Bestand. Also Social Entrepreneurship, wie es heute das gängige Schlagwort ist, wo Leute eine nachhaltige Idee haben und die Idee auf irgendein Vehikel draufsetzen und das damit halt eben nachhaltigen Konsum halt auch machbar machen und auch eine Idee auch erlebbar machen oder umsetzbar machen. Das haben wir damals schon gemacht und das ist aber auch immer noch der Fall und das hat an Aktualität auch vor allem nichts verloren. Ja, also die Frage, was brauchen wir wirklich und was hat Sinn und an welchen Stellen lohnt es sich, vielleicht Dinge zurückzuschrauben. Ja, also natürlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass wir im letzten Jahr mit Corona in 2020 eben, dass natürlich einige Branchen in die Knie gegangen sind, weil Mobilität sich verändert hat. Oder Konsumgüter im Allgemeinen haben sich, sind teilweise zurückgegangen. Eigentlich wäre jetzt die Frage zu stellen, welche Branchen brauchen wir denn in Zukunft noch? Es gab schon in der Vergangenheit immer wieder Disruptionen im wirtschaftlichen Bereich, wo Branchen am Ende sozusagen den Bach runtergegangen sind und neue sind entstanden. Ne? Wenn wir uns Mobilität angucken, vielleicht nicht ganz so klar mit der E-Mobilität, aber
wenn wir uns Energiegewinnung anschauen, ne, dass wir den Atomausstieg wagen und solche Dinge, das ist irgendwie ganz selbstverständlich. Und während natürlich beim, in Kohlekraftwerken dann irgendwie Arbeitsplätze verloren gehen, werden für den Aufbau von Windkraftanlagen und so weiter und Solarenergie wieder Arbeitsplätze gebraucht. Natürlich, ich will das auch gar nicht, so runterspielen, ja, weil das sind einzelne Schicksale, die da dranhängen. Man kann nicht gleich irgendwie ein Mensch, der vorher in der Kohleindustrie gearbeitet hat, der ist ja nicht gleich qualifiziert für nachhaltige Energien, ja. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass wir nicht ewig dran festhalten sollten, an eigentlich antiquierten Konstrukten und Systemen, so wie es eigentlich aktuell ist. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir halten so fest an diesem maßlosen Konsum und wollen es immer weiter haben. Aber eigentlich spüren wir jetzt durch Corona mehr denn je, dass es doch eigentlich gar nicht so der richtige Weg ist. Ja. Ja, und wenn man das auch wieder zurückbringt, auch jetzt auf das, was man auch so jeden Tag machen kann, sich auch mal zu fragen, was braucht man eigentlich alles oder was ist dann vielleicht auch zu viel. Ja, wir hatten es ja vorher, bevor wir im Podcast gestartet haben, auch mal kurz mit dem Thema auch Kleidung und so weiter, ja, sich auch mal bewusst zu machen, was brauche ich wirklich und was ist eigentlich mehr so. Irgendwo gehört eher zu unserem Ego. Ist total einfach so. Ja. Tatsächlich hätte ich wahrscheinlich jetzt während des Jahres 2020 durchaus auch das eine oder andere gebraucht, ne, weil man einfach, das ist ja wirklich so, die Leute tragen weniger Schuhe, ja, die Leute tragen halt weniger, brauchen weniger Kosmetik und all diese Dinge, ne. Ich habe mir eine zweite Jogginghose gekauft, ja, also tatsächlich, weil es halt einfach, weil das halt einfach da gefehlt hat sozusagen, um mal wechseln zu können jetzt am Feierabend, ja, ist eine schicke Jogginghose zum Arbeiten sozusagen gekauft. Nee, aber es sind, glaube ich, genau solche Dinge, ne, und auch da dann, und das finde ich, was Bekleidung angeht, ist es sehr klar, ne, die Fair Fashion Labels, die machen Kollektionen ganz anders, die haben viel längere Laufzeiten von ihren Kollektionen und versuchen zeitlosere Sachen auch zu entwerfen, und sagen ja auch, konsumiert weniger, aber wenn, dann richtig. Ja. Und ich glaube, man kann trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein, weil man darf nicht vergessen, also wenn wir uns anschauen, dass der Biomarktanteil eben bei 6% liegt, ja, und dass eben der Fair-Fashion-Anteil, was weiß ich, bei unter 1% liegt, meines Wissens nach. Also diese ganzen Branchen, die können in sich noch viel, viel mehr wachsen. Ja, also Unternehmen, ob das jetzt irgendein Bio-Startup oder Unternehmen auch wie Alnatura sind oder Armed Angels und andere Fair Fashion Labels oder Recolution oder wie auch immer, ja, die haben eigentlich ein riesen Wachstumspotenzial und können trotzdem florieren, während der Gesamtmarkt eigentlich schrumpfen sollte. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch Wachstum richtig verstehen sollten, wo wir überlegen, die richtigen Branchen müssen wachsen und die anderen müssen schrumpfen und das Gesamtvolumen muss schrumpfen, damit wir dauerhaft uns innerhalb, wie wir es am Anfang gesagt haben, uns dauerhaft innerhalb der planetaren Grenzen auch einfach bewegen und dort ja einfach ein System finden, was suffizient ist, was ausreicht, ne, was genug ist, wo wir halt einfach sagen, warum muss man immer das Vorjahr übertreffen in irgendeiner Form? Ja. Warum muss es immer mehr sein? Warum sagt man nicht einfach, das reicht mir jetzt gerade, ist voll okay, ich will eigentlich gar nicht weiter wachsen, egal in welchem Business. Ja. Und dann kommt man, glaube ich, automatisch zu kleineren, dezentraleren Strukturen und auch zu einem ausgewogeneren Wirtschaftssystem dauerhaft, ja. Was wiederum ökologisch und sozial sinnvoll ist. Ja, super spannend. Und jetzt bezogen, zum Beispiel, weil die Frage kam mir vorher noch, das ist jetzt ein bisschen harter Übergang, aber zum Thema vegane Ernährung. Wenn jetzt, weil ich weiß, dass ganz viele, die mir eben hier zuhören, die sich bereits vegan ernähren und die jetzt vielleicht sich vegan ernähren aufgrund ihrer Gesundheit, irgendwelchen Beschwerden oder vielleicht auch wegen der Umwelt. Und auch jetzt sagen, ich möchte das Ganze jetzt doch noch ein bisschen nachhaltiger gestalten. Ist es denn so, dass man sagt, ich ernähre mich vegan, das heißt, ich bin jetzt raus aus der Sache. Ich mache ja schon das Bestmöglichste, was glaube ich schon, also ich habe das eine Zeit lang gedacht früher. Also ja, ich habe gedacht, jetzt können sie alle mal vor ihrer eigenen Tür kehren. Ja. Oder halt dann, was glaube ich auch in der Szene eben schnell passiert, dass man sehr, sehr dogmatisch wird und dann andere verurteilt, wenn sie sich eben nicht so hundertprozentig vegan ernähren, was viele dann eben auch abschreckt. Was wären denn da so deine Meinung oder deine Tipps, wenn man sich wirklich vegan und dann eben auch mit dem Umweltaspekt, also wirklich auch nachhaltig ernähren möchte? Ja, also zum einen
Also ich bin damals ja zu dem Thema gekommen über einen Clean-Eating-Ansatz. Also damals gab es in Australien auch praktisch keine Ersatzprodukte. Es gab Tofu und Tempeh vielleicht noch, ja. Und ich weiß noch, dass meine Frau und ich damals in einem Restaurant in Perth waren, wo, es war ein asiatisches Restaurant, die haben nur Fake-Fleisch angeboten. Mhm. Das war für uns so befremdlich, weil wir kamen von einem ganz anderen Ansatz. Wir kannten das überhaupt nicht. Und auf der einen Seite war das irgendwie so, ja, okay, es ist einfach nicht das echte Ding, ja. Und auf der anderen Seite, das kam dann erst später, als wir wieder in Deutschland waren, wo es schon viel mehr Ersatzprodukte gab. Und das ist in den letzten 6 Jahren, das ist ja voll explodiert halt, ne? Auch große Hersteller, konventionelle Hersteller, international, die halt eben Fleischprodukte, also Fleischersatzprodukte anbieten. Das floriert ja ohne Ende. Ich glaube, das ist erstmal gut, weil das auch so den Übergang erleichtert. Und da sind wir ja, ne? Schritt für Schritt. Also man kann sagen, die Königsdisziplin ist halt irgendwie regionale, saisonale, pflanzliche, bio, ganz vollständig aufgegessene, eierlegende Wollmilchsauernährung, ja, in vegan natürlich so, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, auch da ist es so Schritt für Schritt. Und ich habe am Anfang in meiner anfänglichen Plant-Based-Zeit war ich so froh, dass eine ganz bestimmte Sorte Kekse vegan ist, ja, und die wird auch immer noch so von der Szene halt irgendwie so hart gefeiert. Und das war für mich halt so das erste Mal, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, konventionelles Palmöl, also wir kennen diese Bilder, und ich glaube, jeder, der irgendwas sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzt, hat bei Palmöl eine eher negative Assoziation, ja. Und da habe ich gesehen, so, auf der einen Seite wird es total gefeiert und auf der anderen Seite sehen wir aber die unmittelbaren Auswirkungen von einem veganen Produkt auf die Umwelt und auf die Tiere und auch auf die Menschen. Also eigentlich so, dass die entgegen der ursprünglichen Idee von Veganismus, die ja mittlerweile auch schon über 50 Jahre alt ist, ja, die gar nicht voraussehen konnte, wo sich Landwirtschaft und Ersatzprodukte und der ganze Kram einfach mal hin entwickeln und wie Palmöl in 50 Jahren halt angebaut werden würde. Also ich glaube, wir müssen auch heute vielleicht Dinge neu bewerten und auch Definitionen vielleicht neu bewerten. Also ich sage ganz klar, so wie ich es auch am Anfang gesagt habe, vegan ist nur in Bioqualität vegan, weil die Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft auf Insekten, auf Tiere auch, sind so unmittelbar wie eigentlich vegetarische Produkte auch. Ja. Und das ist jetzt für viele vielleicht auch, im ersten Schritt ist es vielleicht ein bisschen auch zu hart, ja, aber vielleicht mit dem Gedanken mal so sich auseinandersetzen, zu überlegen, was machen denn die Pestizide? Und wir haben ja, ne, das hat ja mittlerweile, gab es ja schon mal eine Meldung in der Tagesschau, also es ist schon sehr weit fortgeschritten, dass halt der Insektenbestand und das Artensterben halt weiter, also das Artensterben findet statt und Insekten werden weiter dezimiert und Biolandwirtschaft macht das halt einfach grundsätzlich anders. Und deshalb glaube ich, vegan ist ein super erster Schritt, das einfach erstmal so dogmatisch zu machen und zu sagen, da hat man irgendwie einen Anker und das ist irgendwie was Sicheres und da steht vegan drauf und dann verlasse ich mich da drauf. Und dann zu schauen, wie kann man das Ganze irgendwie weiterentwickeln und wie kann man aber auch für sich selber sorgen, dass es auch weiterhin genussvoll bleibt. Ja, also ich brauche auch hin und wieder einen veganen Döner oder einen Burger oder solche Fertigprodukte. Ich habe auch immer irgendwas Ersatzmäßiges zu Hause. Tofu ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil, einfach auch, weil es eine hochwertige Proteinquelle ist. Oder Tempeh, noch besseres Produkt, weil es fermentiert ist. Also das darf eigentlich nicht fehlen. Ja, und ich glaube, man muss weder 100% dies noch 100% das machen. Aber wenn man sagt, auch da, ne, man schaut, dass man möglichst unverarbeitete Produkte nimmt. Es gibt mittlerweile ja so viele Rezepte und so weiter. Also wir sind ja auch in der Situation, du kannst A, deinen ursprünglichen Ernährungsstil komplett aufrechterhalten und zu vegan umschwenken, indem du einfach Ersatzprodukte nimmst. Ja. Nimmst pflanzliche Sahne, pflanzliche Milch, pflanzliches Fleisch sozusagen. Ja. Also die Ersatzprodukte kann man ja 1:1 eigentlich ersetzen. Dann verzichtet man halt auf ein paar wenige Dinge. Ein paar Sachen schmecken ein bisschen anders, aber ich sag mal, viele Dinge tun auch was sie in dem Moment sollen, nämlich halt so den Drang danach irgendwie zu stillen. Mhm. Ja. Und, von daher, das ist genauso einfach wie von 100% auf Bio umzusteigen. Also wir befinden uns ja in einem Zeitalter, das ist ja was anderes als eben vor 35 Jahren, als Alnatura die ersten Produkte rausgebracht hat. Da gab es keine vegane Nuss-Nougat-Creme. Ja? Ja. Und heute guckst du dich im Bioladen um, was es da gibt. Und es gibt halt 5 verschiedene, von denen du wählen kannst. Ja, plus halt noch die ganzen Nussmuse und sonstigen Alternativen halt so. Also ich finde, da ist ja mittlerweile auch eine unglaubliche Fülle entstanden an Möglichkeiten, das Ganze, den Speiseplan weiterhin ganz abwechslungsreich und flexibel zu gestalten. Also ich glaube,
irgendwo mal den Anfang machen, das ist immer das Wichtigste, Schritt für Schritt zu gehen und dann mal zu sich inspirieren zu lassen, mal Rezepte zu entdecken, sich mit Nachhaltigkeitsfragen noch weiter zu beschäftigen, zu gucken, was macht das denn eigentlich, was hat eigentlich vielleicht einen ökologischen, einen kleinen ökologischen Fußabdruck, was kann ich gut ersetzen, muss es immer Reis sein oder sind es vielleicht besser mal Kartoffeln zum Beispiel, ja, das sind ja so Beispiele, ne, so, ist alles vegan, aber hat natürlich auch einen unterschiedlich großen ökologischen Fußabdruck. Aber wie gesagt, einfach irgendwo anfangen, glaube ich, ist mal so der erste Schritt und dann mal so reingehen, ja, und mal gucken. Und sich inspirieren lassen von den vielen Rezepten, von einfach auch einer Ergänzung. Ich empfinde das eher weniger als Verzicht. Gerade wenn du sagst, du wirst nicht sofort vegan, sondern du probierst das mal aus. Dann ist es eigentlich ja eher eine Erweiterung der Möglichkeiten, die du hast. Es kommt was dazu. Es fällt nichts weg. Ja. Und das finde ich auch wieder, dann macht es eher Bock. Warum nicht mal einen Maronenbraten ausprobieren? Mhm. Ja, warum nicht mal irgendwie ein, weiß ich nicht, halt irgendwie mal ein Smoothie zum Frühstück oder halt irgendwie mal Hafermilch im Kaffee ausprobieren, um einfach zu gucken, ob man darauf Bock hat. Ne? Ja. Fand auch interessant, das ist was manchmal gar nicht so, so präsent ist, ne? Aber sagen, eine Kollegin hat gesagt, ich kann voll schwer auf dieses Produkt verzichten, aber ich probiere mal 50-50, halt 50% Hackfleisch und 50% Sojaschnetzel oder Walnüsse oder Pilze oder, ne, gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, Hackfleisch zu ersetzen. Das fand ich total spannend. Und es ist nebenbei, ist in asiatischen Küche, Tofu wird ganz oft neben Fleisch zubereitet, so ist es überhaupt keine absolut, Seltenheit. Ja. Das auch da so eine Flexibilität zu erkennen und zu sagen, vielleicht jetzt von jetzt auf gleich von Kuhjoghurt auf die Soja-Alternative umzusteigen, ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber so langsam den Regler des Mischpults so ein bisschen rüberzuschieben, ja, und das einfach so sukzessive zu machen, ich glaube, das macht es einfach und das nimmt einem auch nicht die Freude, irgendwie das durchzuhalten. Ja, und es ist auch gleichzeitig so schön, weil man weiß, jeder kann was tun, ja, und jeder kann auch wirklich was tun. Aber es muss nicht dieses Alles oder Nichts. Also ich glaube, da neigt halt irgendwie die Menschheit sowieso, also mich inbegriffen, auch immer dazu, dass man so denkt, entweder alles oder nichts. Und das hat auch, glaube ich, auch große Auswirkungen auch wirklich auch auf die mentale Gesundheit und auch, wie wir anderen Menschen begegnen. Und also es muss nicht immer dieses Alles oder Nichts sein, sondern man kann wirklich auch erstmal so diese innere Bereitschaft haben, dass man etwas ändern möchte. Und ich glaube, sobald man die hat, dann ist das so ein Weg. Also wir haben ja beide auch von unserem Weg dann auch irgendwo gesprochen, weil ich meine, der hat auch sicherlich noch nicht aufgehört, sondern das ist halt dann wirklich so eine Reise. Ja. Und ich glaube aber, sobald man eben diese innere Bereitschaft hat und dann vor allem auch mit so einem offenen Herzen durch die Welt geht, dass man auch immer wieder neue Dinge dazulernt und dann wieder von jemandem anderen inspiriert wird. Total. Und ich inspiriere meistens nicht, indem ich zu jemandem anderen den beschimpfe und sage, du Blöder, dass du das nicht perfekt gemacht hast, sondern indem ich halt selber offen durch die Welt gehe und halt eine Inspiration für andere Menschen bin, indem ich das halt positiv vorlebe und nicht halt irgendwie andere im Internet beschimpfe oder sowas. Ja, total. Also wenn ich mir überlege, ich vergleiche es auch immer so gerne mit Sport. Ja? Also wenn du dir vornimmst, also wenn du keinen Sport machst und du nimmst dir vor, dass du einen Marathon läufst, dann wirst du den nicht morgen laufen. Und wenn du morgen anfängst zu laufen, dann wirst du wahrscheinlich morgen Abend und insbesondere am nächsten und besonders am übernächsten Tag, der zweite Tag ist ja immer der schlimmste, hast du Muskelkater. Ja? Und ich glaube, das ist was, so müssen wir es auch begreifen. Du trainierst, du kannst dein Hirn genauso trainieren wie deine Oberschenkel. Du kannst dich an Dinge gewöhnen und du kannst dich an Dinge irgendwie, du kannst Dinge aufbauen und auch Leistung entwickeln und am Anfang manchmal tut's weh und manchmal ist es irgendwie hart und dann denkst du, oh, ich gehe noch laufen und dann guckst du raus und das ist halt irgendwie 3 Grad Nieselregen, natürlich macht es irgendwie keinen Bock und dann bist du schon fast so, du lässt es sein und dann ziehst du dir doch die Laufschuhe an, dann gehst du raus und dann ist das Erste, ist es blöd, aber spätestens, wenn du wiederkommst, meistens sogar noch davor auf dem Weg, wenn man vielleicht auch so ein meditatives Stadium irgendwie dadurch erreicht und es einfach nimmt, wie es ist, ja, und dann kommt man zurück und ist froh, dass man es gemacht hat und das ist, glaube ich, auch was, wenn man, egal was man ändern will, egal welche Rituale man anpassen muss sozusagen, wenn man sich irgendwas vorgenommen hat, ist es am Anfang mit ein bisschen Überwindung verbunden, vielleicht auch mal mit Schmerz. Ja, es nervt auch manchmal, muss man auch einfach sagen. Also ja, manchmal ist es hart, ja, aber life is hard. Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, man kommt, also nicht immer logischerweise, man kommt aber nicht drum rum, bei manchen Dingen sich halt einfach mal ein bisschen anzustrengen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, wie du es gesagt hast, das als Reise zu begreifen, Schritt für Schritt nochmal, immer wieder, ne, Schritt für Schritt zu gehen und dann aber auch was darin zu finden. Also auch
sozusagen in dem Verzicht kann man was bekommen. Mhm. Also ich empfinde das als unglaublich bereichernd, zu wissen, gewisse Dinge nicht gemacht zu haben. Ja, einfach nicht auf ein konventionelles Produkt zurückgegriffen zu haben. Ja, und zu wissen, dass ich dafür gesorgt habe, dass was Gutes passiert ist, einfach durch die Art und Weise, wie ich konsumiere. Ja, nämlich A, weniger und dann verantwortungsvoller. Und das ist, finde ich, mir hat das persönlich A, eine Empathie für ganz viele Dinge gegeben, eine Sensibilität. Ich glaube, dass ich mehr Rücksicht nehme, seitdem ich, also allgemein auf Menschen, seitdem ich nachhaltiger lebe. Und das, ja, ich glaube, dass das einen auch weiterbringen kann. Und das ist, das geht ja in alle Bereiche letztendlich, in jeden Bereich des Konsums, die Art und Weise. Wenn du mal aufs Auto verzichtet hast, voll cool halt, ne? Da hast du es halt gemacht. Das ist halt ja auch irgendwie so, ist ja eine Errungenschaft, ja. Und geht halt letztendlich bis dahin, für wen arbeite ich, ja. Also, ja. Wie suche ich mir wie lege ich mir mein Leben zurecht und welchen Impact leiste ich und wofür stehe ich dann am Ende auch irgendwo? Und das finde ich hat was eher, wie gesagt, das sieht aus wie Verzicht, ist aber eigentlich eine Bereicherung. Und ich glaube, dass das auch eine Veränderung von einem Mindset irgendwie ist, was man dann so mit durchlebt. Also von daher kann ich nur Mut machen. Am Anfang, ja, man hat Muskelkater, es ist ein bisschen schwer, ja, aber es gibt so viele gute Möglichkeiten. Es wird heutzutage relativ leicht gemacht, ja. Den Transfer zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu machen, ob durch einen Bioladen oder durch nachhaltige Kleidung oder Ökostrom oder. Ne, das ist durchaus möglich und ja, ich kann nur Mut machen, das mal auszuprobieren. Ja, sehr schön. Ja, ich auf jeden Fall auch. Und es ist ja so, dass du hast es ja gerade schon mal kurz gesagt, dass dieser Übergang einem mittlerweile ja auch recht leicht gemacht wird, weil man ja immer mehr auch vegane Produkte in allen möglichen, ob jetzt Supermärkten oder Bioläden, Reformhäusern und überall, wo man eben Lebensmittel auch einkaufen kann, sieht. Und zum Thema Nachhaltigkeit ja irgendwo auch Verpackung. Und ich weiß, dass da zum Beispiel bei Alnatura, bei dem Thema eben auch ganz, ganz viel passiert ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist jetzt schon ein bisschen her, dass die Einweg-Plastik Tüten fürs Gemüse und so weiter, die sind ja jetzt weg. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, und zwar bei der Verpackung, gibt es eben nicht mehr diese typischen wiederverschließbaren Kleber, die man da so dran macht. Das ist mir, wenn ich so da stand in der Küche und habe mir so, wo ist dieser Kleber? Ja. Und dann meine Zange da aus der Schublade rausgekramt habe, was ja eigentlich aber auch irgendwo gut ist, wenn mir da das erste Mal bewusst geworden ist, stimmt, es ist ja extra Verpackung. Und wer hat nicht halt irgendwelche Clips oder Gummis in dieser einen Ecke von der Schublade geparkt? Die nie mehr richtig benutzt werden. Die immer irgendwann überquillt, wo man sagt, was soll ich mit den ganzen Gummis machen? Ne? Ja. Also, und genau deshalb ist es sinnvoll, dann solche Dinge auch wegzulassen, ja. Ja. Ja, es ist ein super komplexes Feld, muss man einfach sagen. Also das hilft sicherlich auch da erstmal mit irgendeinem Ansatz, man verzichtet auf dies oder man versucht Verpackungen zu vermeiden, das ist immer gut. Trotzdem ist es ein super komplexes Feld und so wie ich es vorhin am Anfang gesagt habe, man denkt, das wäre ein riesiger Hebel und man hat dann so die Bilder von Ocean Plastic und so weiter vor Augen und das ist ein Riesenproblem, das kann man überhaupt nicht wegreden. Aber es ist trotzdem so, dass der ökologische Fußabdruck des Lebensmittels selbst meistens größer ist als der Verpackung. Und deshalb, wenn du auf der einen Seite nur noch unverpacktes Gemüse anbietest. Also das war ja tatsächlich ein Problem. Mhm. Ein großer konventioneller Lebensmittelhändler hat die Plastiktüte, die Plastikhülle um die Gurke weggelassen, die aber die Haltbarkeit verlängert und hat dadurch eine wesentliche Erhöhung bei den Lebensmittelabfällen gehabt. Ja. Also eigentlich hat es in dem Moment nichts gebracht. Ja. Es war nur nach vorne rum nachhaltig. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit der tatsächlichen Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und da heißt es halt eben natürlich, weglassen, wo man kann, reduzieren auch, wo man kann. Also wir haben drei Kolleginnen im Qualitätsmanagement, die nichts anderes tun, als sich mit Verpackungen auseinanderzusetzen. Ich bin selber Teil der Verpackungsgruppe, wo wir interdisziplinär im gesamten Unternehmen eben VertreterInnen haben, die zusammenkommen und sich über das Thema Gedanken machen. Und wir schauen, wo können wir optimieren und ganz in diesem klassischen Prinzip Reduce, Reuse, Recycle. Ja, das ist genau auch unser Motto. Wir versuchen, Verpackungen zu reduzieren. Wir versuchen, in Kreisläufen zu denken mit Mehrwegsystemen. Und wir versuchen, optimale Recyclingfähigkeit zu gewährleisten. Was auch total absurd ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil man sieht, wie komplex das Ganze ist, dass eine Folie nicht gleich eine Folie ist. Eine Folie kann aus verschiedenen Schichten bestehen. Und wenn diese verschiedenen Schichten
nicht dasselbe Material haben, dann ist eine Folie nicht recyclingfähig. Das heißt sozusagen sogenannte Monomaterialien zu verwenden, also eine Folie, die durchgängig in allen Schichten aus dem gleichen Material besteht, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Weshalb einige sagen, wir haben uns vorgenommen, bis 2025 alle unsere Verpackungen recyclingfähig zu machen. Mhm. Das ist genau das, weil das bisher aktuell noch gar nicht der Fall ist. Also sogar Plastik ist nicht gleich Plastik. Ne? Aber wir haben dieses Jahr, weiß nicht, also letztes Jahr haben wir ein großes Sortiment in Mehrweggläsern rausgebracht, ja, und auch mit Startups gearbeitet, die das gemacht haben. Also unsere Freunde von Fairfood Freiburg zum Beispiel, die machen also super cool, also mega spannendes Unternehmen sowieso, muss man sich mal angucken. Die haben selbst eine Cashew-Farm in Afrika aufgebaut und halt weltweit Kooperativen und direkte Kontakte, wirklich die Hand auf dem Acker, maximal Fairtrade. Machen eben Nüsse und Nussmuse, rösten die dann in Freiburg und machen so den letzten Schliff dann eben vor Ort in Freiburg. Und die haben dann irgendwann die Idee gehabt, ihre Nussmuse in Mehrweg-Joghurtgläser zu füllen. Mhm. Halt eine mega coole Idee. Weil ja, stimmt, das habe ich auch gesehen beim Einkaufen, ja. Und das haben wir dann aufgegriffen und haben mit Partnern gesprochen, ob es möglich ist, halt eben solche Produkte auch im Mehrweg-Pfandglas zu haben. Und das ist, glaube ich, was... auch da, nicht jede Ökobilanz ist wirklich besser. Also wenn du dir überlegst, ein ganz leichtes Produkt, was normalerweise in einem ganz dünnen Folienbeutel kommen würde, hat eigentlich eine bessere Ökobilanz, als wenn man es in Mehrwegglas tut, weil zum einen der logistische Fußabdruck dann deutlich steigt durch das Gewicht, aber auch der Deckel ein Einwegdeckel ist. Und wenn der Deckel schwerer ist als die Folienbeutel, den man normalerweise verwenden würde, dann ist eigentlich das Mehrwegglas nicht nachhaltiger. Also auch das nochmal zeigt, wie komplex das Ganze ist. Und trotzdem braucht es das, also es braucht eine Entwicklung hin zu Mehrwegverpackungen im Allgemeinen. Das ist noch in den Kinderschuhen. Deshalb haben wir gesagt, wir versuchen möglichst viele Produkte einfach mal rauszubringen. Auch unter der Marke Pfandwerk haben wir das gemacht. Das ist ein exklusiv für Alnatura aufgebautes Sortiment gewesen. Dass wir einfach dadurch eine Aufmerksamkeit generieren für das Thema Mehrweg, für das Thema Verpackung und arbeiten aber gleichzeitig weiterhin daran, Ökobilanzen zu analysieren mit einem Forschungsinstitut halt einfach Verpackungen weiter halt dahingehend zu optimieren. Ja. Das sind auch unsichtbare Dinge. Wir machen jetzt in den meisten Märkten, kriegen wir unsere Bananen in Pfandkisten. Mhm. Das sieht kein Mensch, ja? Nee, aber es ist das, was im Hintergrund passiert. Ja. Ja. Und dann eben Clips wegzulassen, die Klebeetiketten wegzulassen, Folienlängen abzukürzen. Das sind laufende Aktivitäten, die wir unternehmen und dadurch sparen wir einfach tonnenweise Material, tonnenweise Ressourcen, tonnenweise CO2 ein und bewegen uns dabei wirklich auf der Suche nach der tatsächlichen Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist halt auch so, ne, wenn du, wir testen jetzt auch unverpackt Sortimente sowohl im Waschputz-Reinigungsbereich als auch im Bereich Nüsse und Kerne. Es ist super schwierig, weil wie gesagt, sobald du was wegwerfen musst, verändert es sofort die Ökobilanz. Ja? Und wir sind halt einfach auch so drauf getrimmt. Wir hatten schon, also unsere Kollegen in der Schweiz, von den Alnatura-Märkten in der Schweiz, haben da auch Tests gemacht mit Unverpackt-Sortimenten. Wir sind so mittlerweile konditioniert darauf, nur noch aus dem vollen Regal zu schöpfen, dass wenn der Spender fast leer ist, dann kauft es keiner mehr. Mhm. Dann wird es ranzig, dann muss es wegtun. Verändert wieder die Ökobilanz. Ja, also das sind solche Dinge, wo man sagt, das ist voll wichtig, dass wir diese Dinge weiter... dass wir diesen Weg weitergehen. Und da, wo wir jetzt unverpackt testen, haben wir auch zum Beispiel ein Pfandsystem mit den Bechern, die du abfüllst, sodass du nicht 1000 Gläser mitschleppen musst, sondern du weißt, füllst es dir vor Ort ab in einen Pfandbecher, kannst ihn aber wieder zurückgeben. Solche Dinge, das ist schon wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen und zeitgleich, ne, wir machen nur Bioprodukte, wir verkaufen nur Bioprodukte, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben einen Fokus auf pflanzliche Ernährung mit ganz vielen Alternativen, mit unzähligen Produkten, die wir da haben. Also 650 Produkte, glaube ich, sind vegan, die wir anbieten. Also das sind, ne, der Weg ist auch da vielseitig. Ne? Mhm. Und wir müssen uns dem Thema Verpackungen widmen und sind da auch durchaus sehr, sehr rege dabei. Aber da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind halt ein relativ kleines Licht. Ja? Wir haben einen Marktanteil im Lebensmittelmarkt, also Alnatura, von 0,56%. Das ist sehr, sehr klein. Ja? Also jetzt nach der Pressekonferenz wurde sehr viel Wirbel darum gemacht, dass Alnatura die Umsatzmilliarde überschritten hat. Das ist sicherlich eine starke Entwicklung. Und natürlich sind wir mittlerweile ein großes Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitenden. Ja, aber mit dem Marktanteil von unter 1% im Lebensmittelmarkt sind wir immer noch sehr klein. Und wenn wir Veränderungen erwirken wollen im Verpackungssystem als solches,
das ist verpufft einfach bei unter 1%. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen. Wir brauchen diese Anstrengungen im gesamten Lebensmittelmarkt. Und da versuchen wir natürlich, so wie wir das mit Bio seit über 30 Jahren machen, Trends zu setzen, den Markt aktiv zu gestalten und auch nicht zuletzt mit so einer Kampagne wie jetzt zum Thema Mehrweg letztes Jahr, die mega erfolgreich war, die eine unglaubliche Reichweite erzielt hat, die Leute dafür zu sensibilisieren, damit sie auch, selbst wenn sie nicht alles bei uns einkaufen, sondern eben ne, beim Discounter oder bei den anderen Einkaufsstätten einkaufen gehen, dass sie dort aber trotzdem das fordern. Und dass wir das allgemein wollen. Ne? Ja. Also es muss ja erstmal ein Bewusstsein entstehen, bevor ein Plan gemacht wird, eine Veränderung herbeizuführen, bevor man den Schritt auch tatsächlich geht und dann was passiert. Ne? Also Awareness als erstes ist super wichtig, dass wir uns bewusst werden, was passiert denn hier eigentlich, woran können wir arbeiten, dass es dann Blueprints gibt, also ne, Vorlagen für eine Veränderung, Tests, Prototypen, die dann in groß aber auch kopiert werden. Ja, wir wollen ja letztendlich kopiert werden, weil wenn wir kopiert werden, ist es erstmal gut, weil dann passiert irgendwas, was nachhaltig ist. Mhm. Und idealerweise sind wir als Unternehmen dann aber schon wieder am nächsten Thema dran und bauen den nächsten Trend auf, ne, und gestalten halt da wiederum das Ganze und den ganzen Nachhaltigkeitskosmos weiter und werden größer. Ja. Jedes Bioprodukt, was es in einem konventionellen Laden gibt, also jedes Bioprodukt mehr, was es gibt, ist ein konventionelles weniger. Damit haben wir schon gewonnen. Also man muss es auch, glaube ich, in der so im Makrokosmos begreifen, wo wir sagen, natürlich sind wir ein wirtschaftendes Unternehmen und stellen uns dem rauen Wind des Handels auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir ein übergeordnetes Ziel und sagen ganz klar, je mehr nachhaltige Produkte, je weniger Verpackung hier, ne, je mehr Initiativen da auch von anderen vorangetrieben werden, desto besser ist es, weil wir haben schon viele Sachen angefangen, ob das jetzt Bruderküken-Initiative ist, ne, wo wir halt die Bruderküken aufziehen, alle unsere Eier kommen aus Bruderküken-Initiativen, oder die Biobauern-Initiative, wo wir konventionelle Bauern dabei unterstützen, auf Bio umzustellen finanziell. Ja, also das sind solche Dinge, die machen wir aus Überzeugung, aus einer Haltung heraus, weil wir das wichtig finden, dass das passiert, weil das unsere Haltung, unsere ethischen Grundsätze ist und die Art und Weise, wie wir die Welt verstehen. Und je mehr Leute das auch wollen, desto mehr Anbieter springen auf. Und dann sind wir wieder, wie gesagt, beim nächsten Punkt, wo wir sagen, darum müssen wir uns auch kümmern. Jetzt, wo die Arbeit ist hier auf diesem Feld erledigt, wir gehen zum nächsten Acker und graben den um und sorgen dafür, dass was passiert. Ja, das ist halt total cool. Ja, super, super spannend. Und vor allem gerade auch jetzt nochmal wegen der Verpackung, das ist, viele wissen es, glaube ich, auch einfach nicht anders. Also ich glaube, es herrscht halt so allgemein so dieses Blümchen, rosa-rote Vorstellung. Keine Verpackung ist das Allerbeste. Und das sollte auch irgendwo das Ziel sein. Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich ein guter Gedanke, gar keine Frage. Aber das bezieht sich dann auch wieder aufs Essen, auf die Kleidung und so weiter. Es ist nicht unbedingt besser, jetzt zu sagen, ich schmeiße das andere irgendwie alles weg und es geht kaputt und so weiter und muss mir dann was Neues kaufen. Und bei den Lebensmitteln, der Schutz des Lebensmittels ist praktisch nicht gewährleistet. Ja. Und das führt dann am Ende zu mehr Lebensmittelverschwendung. Und da ist einfach total wichtig, wirklich auch aufzuklären, ne? Was du ja jetzt auch gerade irgendwo machst, dass man halt eben weiß, das ist nicht unbedingt besser, sondern wichtig ist in erster Linie, dass man Dinge auch dann wirklich mehrmals verwendet. Ja, ob das jetzt, und selbst wenn man mal die Plastiktüte irgendwo mitgenommen hat, dass man die dann nicht gleich zu Hause wegschmeißt, sondern dass man die dann auch mehrmals verwendet. Und dass man so eben schaut, seinen eigenen Fußabdruck irgendwie möglichst gering zu halten. Das bringt uns ja immer wieder auch zu dem Schritt für Schritt und zu dem, dass es auch irgendwie eine Reise ist. Ja, also es gibt einen theoretischen Idealzustand. Und man kann natürlich auch versuchen, dem 100% zu entsprechen. Aber ich würde gerne mal wissen, wer das wirklich schafft. So. Ja. Also meine Mutter vielleicht, weil sie ja gar nicht konsumiert, so ungefähr. Nee, aber selbst sie sagt ja, ne, sie kauft ja auch manche Sachen irgendwie konventionell ein, die es dann bei Anatura nicht gibt oder sowas. Ne, irgendwelche Ameritinis oder so drei Produkte, für die geht es halt noch woanders hin. Und dann beichtet sie mir immer. Ja, also ich glaube, niemand von uns ist in der Lage, alles perfekt zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Anstrengungen sehen, die der andere oder die andere unternimmt. Und dass wir sehen, was passiert und nicht, was nicht passiert. Und dass wir uns selber und auch die anderen eben nicht zu sehr dafür verurteilen, davon hatten wir es vorhin ja auch, was sie eben nicht tun, sondern lieber daran messen, was Positives passiert. Mhm. Und dann kann man sagen, ich kenne den Idealzustand, ich kenne die Fakten, und ich trage auch dazu bei, soweit es mir halt möglich ist. Und wenn das halt hier und da nicht gelingt, dann ist es auch okay. Ja. Solange man nicht ständig
auch okay sagt, ja, und immer wieder Ausreden finden und dann eigentlich nichts passiert. Also ich glaube, irgendwas sollte es halt sein. Ich hatte mal so dieser Go-Vegan-Claim, der ist ja ganz groß, auch in der veganen Bewegung, und es kann alles Mögliche sein. Deshalb habe ich irgendwann für mich selber habe ich Go-Something draus gemacht. Ja? Mhm. Also man muss nicht vegan werden, man muss nicht Zero Waste werden, man muss nicht dies, ne, 100% werden, aber irgendwas sollte es sein. Ja, go sustainable halt, ja, go something. Ja. Also tu was, auf jeden Fall. Ich finde es voll wichtig, dafür zu werben, sich zu engagieren, in irgendeiner Form. Ja, aber wie, das ist dann doch wieder auch eine sehr individuelle Entscheidung. Und die Möglichkeiten sind da und der Baukasten ist da und alle Farben des Regenbogens für die Aktivitäten sind letztendlich da. Ja, also man kann das durchaus, durchaus einfach angehen und jeder und jede für sich schauen, was möglich ist. Mhm. Ja. Ja. Ich danke dir für alles, was du geteilt hast. Also ich fühle mich jetzt auch richtig inspiriert, auch bei vielen Dingen auch nochmal irgendwie anders hinzuschauen und auch in meinem eigenen Leben auch nochmal Dinge zu verändern. Ich habe zum Abschluss immer noch zwei Abschlussfragen, die alle meine Podcast-Gäste gestellt bekommen. Und zwar einmal, hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, welches? Oh, es ist wirklich sehr schwer. Also beim Lieblingsessen ist es wirklich, ja. Ich muss kurz überlegen. Ich habe mich nicht vorbereitet darauf, weil ich esse wirklich sehr gerne und es gibt fast nichts, was ich nicht gerne esse. Aber ich glaube, ich muss es tatsächlich Eis sagen. Ich liebe Eis. Ist okay. Und dann die zweite Frage ist, hast du einen Gesundheitstipp oder eine Lebensweisheit, irgendetwas, was in deinem Leben einen Unterschied gemacht hat und wo du das Gefühl hast, dass auch jemand anderes, der davon gerade hört, davon profitieren könnte? Also auch da ist mein Tipp, anfangen. Das ist eher generisch, weil es mit Dingen anzufangen und vielleicht noch ein bisschen durchhalten. Anfangen und durchhalten. Das ist, glaube ich, die Empfehlung, die ich habe, weil man muss Dinge eine Weile durchhalten, bis sie zum Ritual werden. Ich glaube, 60 Mal muss man was wiederholen, sodass es sich zu einem Ritual eingeprägt hat. Und ich glaube, das würde ich empfehlen, weil egal was es ist, wenn man mit Dingen anfängt und Veränderungen beginnt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn man es durchhält, dann schafft man es und dann ist man dabei. Ja. Vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns teilst und auch sonst so machst. Man merkt auf jeden Fall, dass du total für das Thema auch brennst und das liebe ich immer total. Also du hast, glaube ich, so viele Menschen jetzt auch mit dem, was du mit uns geteilt hast, inspiriert. Also ich wünsche dir da weiterhin auch ganz viel Erfolg. Und den Instagram-Kanal von Alnatura, den packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Das heißt, da findet man auch super viel Inspiration zum Thema Nachhaltigkeit. Also ich finde auch immer viele Rezeptinspirationen. Da findet man gerade auf Social Media auch ganz, ganz viel. Und ja, ich hoffe, dass jetzt ganz viele inspiriert sind, im eigenen Leben etwas zu verändern. Vielen, vielen Dank, Katharina. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, ich hoffe sehr, dass euch das Interview gefallen hat, dass ihr davon einiges mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht jetzt auch motiviert seid, viele Dinge in euer Leben zu integrieren, auszuprobieren und Schritt für Schritt einfach mehr Nachhaltigkeit so in ja, den Alltag, in das eigene Leben mit einzubeziehen. Und ich hoffe sehr, dass ihr jetzt einen wunderschönen Tag noch habt, eine schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und wenn ihr mir auch eine Bewertung dalasst. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.